In diesem Video kläre ich über die verschiedenen Typen von Pencil Baits bzw. Needlefish Lures auf. Grundsätzlich sind das Köder, die in Form und Größe einen Hornhecht imitieren sollen, englisch Needlefish. Ein Jäger, aber vor allem ein begehrter Beutefisch, der meist dicht unter der Oberfläche zu Hause ist, wo auch natürlicherweise diese Köder angeboten werden. Hier sehen wir drei typische Varianten der Needlefish-Lures. Der blaue ist ein Pencil-Popper, der gelbe ein klassischer Needlefish-Lure und der weiße ein Stickbait. Der blaue und der gelbe sind reine Oberflächenköder, der Needlestick bleibt unter der Oberfläche. Das Gewicht liegt bei reinen Topwater-Ködern im hinteren Teil. Zudem liegt die Einhängeöse unterhalb der Körperachse. Ein Stickbait ist dagegen ausgewogen gewichtet, damit er eine natürliche Schwimmlage einnimmt. In diesem direkten Vergleich sieht man die unterschiedliche Gewichtung deutlich. Die meisten Topwater Pencils werden schwimmend angeboten, es gibt aber auch langsam sinkende Varianten. Stickbaits hingegen bevorzugt man als sinkende Köder, da sie dann oft schon beim Fallen Aktion zeigen. Ein Guiding-Gast hatte die beiden Köder von Lorenzo und Jackfin mitgebracht, ich war sehr gespannt auf die Qualität der Konkurrenz. Ich traute mich gar nicht, sie richtig zu belassen, denn man fühlt schon, dass sie aus dünnstem Plastik sind. Da ist der von mir entwickelte Needlestick auch in der Kunststoffvariante doch von ganz anderer Qualität. Alle gezeigten Köder können mit der Walk-the-Dog-Technik geführt werden, durch die sie dann einen verführerischen Zickzacklauf zeigen. Ein großer Vorteil des Needlesticks gegenüber den anderen beiden Ködertypen ist, dass er nicht vom Winde verweht wird und auch bei rauer See stets in der Strike Zone der Räuber bleibt. Mehr über diese und andere Ködertypen findet ihr in meinem E-Book. Über ein Abo meines Kanals würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.